Hallo meine Lieben, wir sind wieder am Start mit Horizon Forbidden West. Letzte Folge haben wir einen Landgott wieder geheilt, beziehungsweise haben den Startcode abgegeben. Und wir kümmern uns um diese Folge, oder in dieser Folge, um die restlichen zwei, die zweite Strophe. Ich denke, wir werden erstmal hier hingehen, wir sind da schon in der Nähe. Und gucken mal, was uns da so erwartet, würde ich mal sagen. Genau. Gut, am besten markieren, damit man den Luftweg direkt auch sieht, wo sich der Platz befindet, da drüben. 400 noch was Meter, ja, let's go, hab ich gehört. Nehmen wir unser Reittier da zur Hilfe, ich denke schon, ne? Soll glaube ich ein bisschen schneller gehen. So, das ist es doch. Die reiten wir auf Viereck, let's go. Ja, ist auf jeden Fall schneller, als wenn wir alleine laufen. Das einzige Problem, was ich an Reittieren halt nicht so mag, ist, dass sie an jedem kleinen Eck hängen bleiben. Okay, das war jetzt unnötig. Oh Mann, oh Mann. Naja. Oh, wo ist denn der Landgott? Schon weit oben. So, da sind wir schon fast da. Ah, noch ein Stückchen. Ist das der in den Bergen, der in eine Schlucht reingefallen ist? Wir werden das Ganze gleich mal von hier angucken. Ich gleite. Ja, da gleiten wir lieber hin. Das ist, glaube ich, besser, als mit dem Tier dahin zu reiten. So, da sind wir auch schon fast. Da ist er doch. Gucken, was ihm widerfahren ist. Einer der Landgottschreine. So sagte er, versank in einem nahen See. Ich glaube, das ist wohl der hier. Landgott muss irgendwo hier unten sein. Joa. Das Geile ist, wir haben jetzt unsere coole Tauchausrüstung, die wir vor ein paar Wochen, paar Folgen gekriegt haben. Und ich schätze mal, dass er da unten ist. Ja. Ich halte mich lieber von dem Schnappmaul fern. Das ist er doch, oder? Landgott Flughorn. Zahme Beschaffungsmaschine von religiösen Interessen. Oh. Oh, hat er uns gesehen? Muss ich die besiegen? Entferne die Trümmer. Wir entfernen erstmal die Trümmer. Ich hätte die Maschine akustisch gesehen. Sehr gut. So. Installiere den Neustartcode. Das sollte dir auf die Beine. Das ist easy. Das lief easy. Das war's schon. First try. So. Gut. Das Lagerfeuer haben wir noch nicht entdeckt. Das ist das nächste, was wir haben. Das heißt, wir reiten da mal ein Stückchen hin. Ich dachte, es kommt wieder ein fetter Kampf oder sowas. So wie letztes Mal. Aber gut, wir sollten es vielleicht lieber nicht beschweren. Noch ein Landgott geschafft. Hey, so? Aloy, wie läuft's? Ich musste schwimmen, aber ich habe so den Neustartcode gegeben. Yes. Ah, gut. Wir haben so im Herbst gefeiert. Zu Beginn der Ernte mit Wein aus Holunderblüten. Mit 12 war ich mal beschwipst davon und habe im Salbeigarten einen Jungen geküsst. Wie war das? Er war so überrascht, dass er fast ins Beet fiel. Wäre schön, so wiederzusehen, wie er die Felder in der Nachmittagssonne pflügt. Wie läuft's denn bei dir? Ich bin dabei. Hab noch ein paar Landgötter vor mir. Okay. Ich ruf dich, wenn ich den letzten geschafft habe. Bald haben wir ihn Danke, geschafft. Aloy. Das ist auch ein Landgottschrein, oder? Oder was ist das hier? Ich glaube schon, ne? Cool, aber warum ist der hier? Kommen Sie. Ich möchte schneller ans Ziel kommen. Jetzt brauche ich ein Reittier. Reittier, hallo? Ah, da ist es. Let's go. So. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht liegt hier etwas Nützliches herum. Oh ja, bestimmt. Aber das machen wir nächstes Mal. Jetzt machen wir erstmal die Landgötter. Neue Reliktruine. Die sind immer ganz cool. Das sind coole Rätsel. So. Da sind wir. Das muss der Schrein des Landgottes Do sein. Muss hinter den Ranken sein. Ja, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen das hier aufschlagen. So, das Rankenschneidermodul installieren. Auf geht's. Bam. Und wir kommen durch. Schauen wir uns das mal an. Da. Auf dem Vorsprung. Dann gehen wir mal hoch.
Es kommt doch nicht hoch. Was? Ah doch. Aha. Da ist es. Da gehen wir hin. Hoch mit dir. So, wieder was zum Aufschlagen. Quatsch! Rein da! Ich komme hier rüber. Ich sollte jetzt zur Höhle kommen. Aber warum soll ich denn zur Höhle? Das ist der Landgott. Schütz erstmal zum Landgott. Kann ich den nicht einfach installieren in der Neustadt-Code oder ist er von den. Ah, ich sehe, okay. Er ist von den Ranken. Ich kann den Neustadt-Code nicht installieren, wenn Ranken im Weg sind. Ja, wir müssen da irgendwie hochkommen zuerst. Gut, dann gehen wir halt doch erstmal in die Höhle. Ich muss sie nur finden. Da, Blume. Wenn sie deaktiviert ist, wird der Landwart frei von Ranken sein. Als ob sie da nicht hochkommt von hier aus. Ich muss einen Weg hochfinden. Ah, Gardim. Das ist auch der Grund, warum wir zuerst die Hauptquest fertig machen müssen. Das war's mit der Metallblume. Lass uns komplett fertig, aber halt einen bestimmten. Ein paar Ranken sind weg, doch an den Landwart komme ich nicht ran. Was? An den Landwart komme ich nicht ran? Da müssen wir erst hin. Wie kommen wir denn da hin? Ja, um das Modul freizuschalten, damit wir diese Ranken wegmachen können. Das hat man nämlich erst mit der Hauptquest bekommen. Ich muss irgendwie da hochkommen. Komm ich da hoch? So, eine Kiste. Die Kiste will ich mir mal gönnen. Wie war das? So, dann Dreieck. Yes. Geben Sie die Kiste. Schön auf den Kopf drauf. So. Also. Das war auch ein guter Weg. Let's go. Er ist ja immer noch voll mit Ranken. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, wir waren schon richtig gewesen. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Kann ich? Ne, ist zu weit weg, gell? Ja, die kommt da so nicht hoch. Oh, was haben wir denn hier? Let me see. Grünglanz können wir immer gut gebrauchen. So, können wir von hier aus irgendwie hoch? Ne, leider nicht. Suspekt mir das Rätsel. Kann man auch nirgends hochklettern. Wie soll das denn funktionieren dann? Also, ist außer Frage, dass wir da hoch müssen, ne? Hab ich irgendwas übersehen hier? Komisch. Jetzt auch. Ein bisschen rein. Da ist eine Vorratslager, okay. Ich sehe nichts zum Rüberschwingen oder so. Aber von hier aus darüber fliegen wird wohl auch nichts bringen. Wir könnten da rüber hoch, aber da ist glaube ich auch nichts. Oder? Vielleicht ist da doch was. Weil hier waren wir noch nicht, soweit ich weiß. Ah, hier sind nur die. Doch, hier waren wir schon. Wir haben die Blume da geöffnet. Hm, lass mal noch mal da reingehen hier. Oh, hier geht's weiter. Ist das vielleicht der Weg, der uns. Scheckbügelkadaver hat wohl die Blumen verloren und ist abgestürzt. Okay. Ha! Es geht hier weiter. Okay, I see. Ich könnte seit
ich an der Klippe hochklettern. Vielleicht komme ich so an die Metallblume. Oder so. So geht's auch. Jetzt muss ich nur die Ranke entfernen. Nur eine Höhle übersehen, also. Die Ranken machen Platz. So. Schon besser. Zeit, den Code zu installieren. Let's do it. Dann müssten wir alles haben. Gleich wird's dir besser gehen. So, was denn so zu sagen? Das ist der letzte Landgott. So, hörst du mich? Ich kann dich hören, Aloy. Ich habe den Neustartcode bei Do installiert. Er war verwirrt, aber jetzt geht's ihm besser. Schön zu hören. Du kehrte Ende des Winters immer zur Heiligen Höhle zurück. Sein Fest kündigte also den Frühling an. Zu dieser Zeit schmiegte ich mich bei der Feuerstelle an meine Mutter, während sie Lieder von Neuanfängen sang. Genau das ist es, was du deinen Leuten geben wirst. Das hoffe ich. Wenn du kannst, triff mich in Reinklang und wir senden das Neustartsignal. Yes. Ich habe den Code zu den Landgöttern gebracht, bis auf einen. Bleibt nur noch La. Ich bin bei ihr, etwas östlich der Hauptsiedlung. Bis auf einen? Okay, ich komme, sobald ich kann. Ja, dann machen wir das doch jetzt gleich, oder? Dann machen wir das doch jetzt gleich. Hier. Ungültiger Reiseort. Dann gehen wir hier hin. Let's do it. Bin mal gespannt, was passiert. Vielleicht werden die Felder tatsächlich wieder normal aussehen. Hier ist eine Nebenquest. Hier sind voll viele Nebenquests. Wir nehmen sie mal an. Hallo? Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ach so, ein Gerücht. Mhm. Ja. Und zwar? Oben bei Steinhall hat sich eine Tenakt-Gruppe verschanzt. Niemand weiß, warum sie hier sind. Einer unserer Veteranen will dorthin und herausfinden, was sie vorhaben. Tenakt im Utaro-Gebiet. Das klingt nicht gut. Okay, ein gespaltener Stamm. Na gut. Das wollen wir noch nicht machen. Wir haben es jetzt erstmal nur angenommen. Wir wollen erstmal zu Zoe und die Landgötter wieder alle in Betrieb nehmen. Dass sie wieder funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Hey Leute, hört ihr? Ich dachte, das interessiert dich. Auf der Reise durchs Niemandsland bin ich auf eine Karja-Expedition gestoßen. Aha. Karja im verbotenen Westen, ne? Ganz schön wagemutig. Mutig. Wohl eher töricht. Ein Trupp von ihnen gräbt alte Relikte aus südöstlich von Steinhall. Genau dein Ding. Danke, Erin. Yes. So ist zurück. Aloy, du hast es geschafft. Dann reden wir mal mit ihr. Let's go. Cutscene. Alle Landgötter sind aktualisiert. Senden wir jetzt das Neustartsignal. Das scheint zu funktionieren. Sagte, das würde passieren. Mit allen. Do, T, So und dem Rest. Sie nannte es Neustartsequenz. Doch ich wusste nicht, dass sie so schön ist. Bald bestellen die Landgötter wieder die Felder, wie früher. So, der Chor will dich sprechen. Ja, natürlich. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Ich sage ihnen, dass unser Landwirt wieder erblühen wird. Was sollen wir schon wagen? Reden wir später. Dann sage ich dir, wie es war. Viel Glück. Nice, die zweite Strophe. Sieht irgendwie schon ganz nice. Utaro Geburtssängerin. Nice. Gut, boah, wie weit müssen wir denn laufen? Ach, das ist das Finde Alva. Haben wir nicht noch eine Quest dann mit ihr? Verlangen nach Wissen. Rede mit Hallan im Außerraumlager. Ich dachte, wir sollen mit ihr nochmal reden.
Mit so? Oder ist das jetzt abgeschlossen? Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal Fertigkeitenpunkte bekommen, jede Menge Experience. Und was wir mit diesen Fertigkeitenpunkten machen, ist doch klar. Wir wollen dauerhafte Überbrückung freischalten. Bams. Ist das Stufe 1. Wie können wir denn auf Stufe 2 gehen? Maschinenschaden. Ist dann Stufe 2. Gibt es dauerhafte Überbrückung irgendwie mit Stufe 2 oder so? Weil da steht Stufe 1 und 2. Ist es das hier? Dauerhafte Überbrückung, Tatsache. Verlängere die Zeit, die eine Maschine überbrückt bleibt. Yes. Batsch. So, es ist auf 100 Sekunden. Das ist schon ganz schön lang. Das ist nice. Sehr, sehr nice. Maschinengesundheit. 100% maximal Gesundheit. Let's go. Arm. So, jetzt kämpft sie für uns aber richtig heavy stark. Sobald wir Maschinen überbrücken. Das ist wichtig. So. Warum ist da ein Sternchen? Wer gibt dir nach Schluchtland? Okay. Ach, das ist das hier, ne? Begib dich nach Schluchtrand. Nun gut. Rebellen-Außenposten wurde da auch entdeckt. Was wollten wir jetzt machen? Ah, wir wollten die andere Quest noch machen, Nebenquest. Und zwar Verlangen nach Wissen. Dann gibt es auch andere Aufträge, das Fortdauern, Aufgaben. Jagdgebiete, Nahkampfplatz, Rebellenlager. Ruhlose Wildnis, stimmt. Das ist Reliktruine, wollten wir uns dann noch angucken. Stufe 15 sogar nur. Lass mal auf der Karte anzeigen und lass mal direkt dorthin gehen. Fangen wir das ganze Ding nämlich schon mal an, oder? So. Da sind wir. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht liegt hier etwas Nützliches herum. Ja, bestimmt. Ich sollte mal da reinschauen. Okay. Was ist hier drin? Ornament. Wie komme ich jetzt da rein, um es zu holen? Das ist eine gute Frage. Sind die Maschinen? Nee. Hier kann man irgendwas damit machen. Eine alte Lore. Ob sie ja. sich noch bewegen lässt? Bestimmt. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass sie hier uns den Weg frei machen wird. Aber wir müssen damit Karacho ran, oder? Das Ding lässt sich nicht normal fahren. Wir können es ein bisschen zurückschieben und dann versuchen, dass es mit Höchstgeschwindigkeit dagegen rasselt. Weiter geht's nicht. Ja, doch. So, jetzt geht's nicht weiter, okay. Denkt ihr, das funktioniert? Ich hab nicht das Gefühl, irgendwie nicht so. Ich muss zuerst näher ran. So. Kriegt ihr denn jetzt richtig Schwung drauf? Bewegen wir das Ding. Ich krieg nicht richtig Schwung drauf, gell? Ich dachte, ich könnte da richtig Schwung holen mit dem Teil. Dass das Ding da reinkracht. Ich glaube, ich muss die Wand von innen erstmal kaputt machen. Und das hier wird wahrscheinlich als... Oder? Ja, guck mal, das leuchtet hier. Ich muss die Wand kaputt machen von innen, das Teil dann ranholen, dann kommen wir von innen wahrscheinlich auf die nächste Plattform. Ich dachte, wir müssen das Teil mit Karacho anziehen. So, aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da rein? Es ist wieder alles so mega dunkel, gell? Dumm ist ja auch was. Grünglanzsplitter ist immer sehr gut zu haben. Ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht von da hinten unterirdisch in diese Ruinen rein. Ich glaube ja. Aber ich denke, das ist was fürs nächste Mal. Gibt es hier ein Lagerfeuer? Da ist ein Lagerfeuer. Da gehen wir mal direkt hin. Wir müssen uns jetzt nicht dahin teleportieren, das ist nicht so weit weg. Guck mal, 50 Meter. Und ja, ich glaube, das Material für die nächste Folge dann.
Ich denke, das sollten wir innerhalb einer Folge hinbekommen. Wenn nicht, dann gibt es wieder eine Folge mit Überlänge. Ihr kennt mich ja. So, dann speichern wir mal hier ab. Machen dann auch nochmal manuelle Speicherung. Hier, zack. Überspielt. Yes. Bitteschön. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge am nächsten Tag wieder, also morgen. Haut da rein, gerne ein Follow da lassen, beziehungsweise ein Abo, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr das gerne auch live sehen wollt, dann schaut bei Twitch vorbei, kein Platz weiß ich dort. Und damit bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.